Hi, heute gibt es mal einen kleinen Review von mir über einen faltbaren Tagesrucksack von The Friendly Suite. Ich bin beruflich fast mehr als die Hälfte oder zwei Drittel des Jahres unterwegs und man hat immer das Problem, wenn man unterwegs ist, irgendwie fehlt einem immer was, wo man etwas reinpacken kann. Also man hat zwar eine Handtasche bei, aber wenn man mal irgendwie einen Ausflug macht oder so, dann nimmt der normale Rucksack viel zu viel Platz im Koffer weg und so weiter. Also wer gerne mit leichtem Gepäck reist, der weiß, wovon ich rede. Eher durch Zufall bin ich auf so ein Amazon-Blitzangebot aufmerksam geworden und habe gedacht, naja, ist nicht teuer, probieren wir aus. So, das kam jetzt hier heute. Ihr seht, es ist nicht besonders groß. Das ist die Umverpackung. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Okay. Hier haben wir so das Päckchen drin, wo der gefaltete Rucksack drin ist, eine Gebrauchsanleitung und eine, ja, Kundenzufriedenheitskarte. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also es ist aus einem ziemlich strapazierfähigen Nylon gemacht, der auch reißfest ist. Er soll auch behandelt sein, um ein bisschen wasserdicht zu sein oder wasserabweisend zu sein. Was haben wir drin? Okay. Plastikbeutel. Ah, ein großer Zipperbeutel. Okay, falls man halt feuchte Sachen hat, die man transportieren will. Gar nicht mal so schlecht. Lassen wir also schon mal mit dabei. Also, hier gibt es noch so eine Paracord mit so einer ziemlich strapazierfähigen Kordel, angeblich bis 156 Kilo belastbar und mehrere Meter lang, wenn man sie auseinanderfaltet. Mache ich jetzt nicht, kriege ich nämlich nie im Leben mehr zusammengefaltet. So, jetzt aber das Wichtigste. Also den Rucksack könnte man schon mal irgendwo dranhängen. Hier ist so eine Schlaufe. Gucken wir mal, wie das gute Stück aussieht. Okay. Ah, okay. Also diese Verpackungstasche, wo es drin ist in einem auch eine Innentasche im Rucksack, wo man halt so kleinere Sachen reintun könnte. Gar nicht mal so schlecht. Und dieses Ding, wo es sonst draußen dranhängt, da könntet ihr zum Beispiel euren Schlüssel oder so mit einem Karabiner dran festmachen. Auch nicht schlecht. Er hat vorne zwei. Oh, der ist echt groß. Also da kriegt man schon einiges rein. Also er hat eine Innentasche. Er hat eine Zipper-Außentasche und so kleine reflektierende Dinger dran, damit man im Dunkeln gesehen wird. Die ist auch ziemlich groß. Zwei Taschen dran für Getränke oder sonstiges. Ein Griff hier. Er hat, ja, die sind eigentlich auch, die sind ein bisschen gepolstert. Man kann sie einstellen. Also bis jetzt sieht das Ding echt gut aus. Es scheint, dass da einiges reinpasst. Das probieren wir jetzt mal aus. So, dann schauen wir mal, ob wir für unsere Tagestour das da alles in diesen Rucksack kriegen würden. Wir haben hier einmal so einen faltbaren Schlafsack, Lightweight Schlafsack. Der passt schon mal ohne Probleme rein. Hier habe ich noch mal so eine faltbare Daunenjacke, auch warm ist. Packen wir noch ein Handtuch dazu in das gute Stück. Ein paar Jeans, T-Shirt und es wird noch mehr reinpassen, wie ihr seht. Also ich finde, das ist echt so ein kleines Raumwunder. Können noch in die anderen Taschen jede Menge Kleinteile tun. So, noch zu trinken halt. Also ihr kriegt auch noch zwei Flaschen Wasser rechts und links rein und jede Menge Zeug. Und der Rucksack ist noch nicht mal voll, wie ihr seht. Also ich habe jetzt hier einen Schlafsack drin, eine Lightweight Daunenjacke drin, Jeans, Handtuch, T-Shirt und es würden auch noch Schuhe und weiß der Himmel was reinpassen. Also Hut ab. Das Ding ist echt ein Transportwunder und mini klein. Es hält bis zu 10 Kilo, hat eine lebenslange Garantie von The Friendly Suite und ich muss sagen,
Der Kauf hat sich wirklich gelohnt. Also das Teil kann ich für jeden empfehlen, der gerne reist, der immer mal wieder auf eine ja, auf so ein Raumwunder angewiesen ist. Es nimmt nicht viel Platz im Koffer weg, es passt überall rein und es bietet jede Menge Platz für euren Kram. Gut, es wird natürlich im Regen nicht super wasserdicht sein, da müsst ihr halt einen Müllsack drüber ziehen oder irgendwie sowas, aber ansonsten top Teil. So, hoffe, der kleine Review hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.